Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. In der letzten Folge haben wir ein Tutorial für, ne, zwei Tutorials für Expertenquests gemacht. Und White Shit, was? Ghost Snapper. Dun, 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 dun. Ausgezeichnet. Gut. Was zum Teufel? Ghost Snapper. Okay, weiter. Wir machen eine Story weiter und zwar sind wir jetzt in der Buu-Saga. Oh. Ausgezeichnet. Die Saga, die eigentlich nie passieren sollte, laut Akira Toriyama. Und dann wegen dem Fans doch fortgesetzt wurde. Und so, so. Ach nee, das ist wegen den Zeiteiern, ne? Gut, dann. Schwanks, lass uns auf zur Buu-Saga. Wir haben eine halbe Stunde gerade zu sparen. Also los, die Kaioshin der Zeit ist eine wichtige Ankündigung am Machen und hat da gebeten, uns alle zu versammeln. Ich frage mich, worum es wohl geht. Vielleicht gab es wieder eine große Veränderung in der Geschichte. Wir sollten uns auf den Weg machen. Willst du mich begleiten? Aber natürlich. Okay, dann gehen wir mal rüber zur Zeitkammer. Ich habe übrigens seit dem Anfang des Spiels noch kein einziges Mal Kleidung gewechselt. Aber egal, macht doch kein anderer Charakter auch, ne? Außer die Charaktere, die ihre Kleidung wechseln, wie Vegeta, Son Goku, sein Schriftzügen hinten am Rücken und so. Okay, was denn? Okay. Ist nicht so das Universum irgendwie entstanden? Glückwunsch. Können wir da auch Spiegelei machen? Heute geht's nicht in die Buu-Saga. Das sag ich doch. Wurde das nicht im ersten Teil irgendwie erwähnt? Nein, bitte nicht. Nein. Okay. Er schreit auch schon um Hilfe. Und ich möchte noch leben. Aber ich bin noch hier. Ach so, ja. Er ist ja nicht sehr gesprächig, glaube ich. Oh mein Gott. Du meinst, es ist das auftreten, was ich gedacht hätte, was auftreten würde? Lass mal sehen. Ach du Kacke. War schon immer. かなりの量の霧が回収できてるわね。ターレスもスラッグもクーラも、いい。予測をはるかに超えたダメージエネルギーを持ち帰ることができたもの。確かに。
ずっと強かった。とあの改造によって、あの時よりも今のこいつは確実に強くなっているはずだ。だが、あの時のような怖さは今のこいつにはない。あの力の正体は。ミラ、いい頃合いよ。いよいよ例の計画を始めるわ。あなたたちも暴れたい頃でしょう。 Er sagt, du stehst vor dem legendären Super Saiyajin und wir machen dir Angst. Was? Weg da, Kampf um Leben und Tod. Erzähle Majin Buus Gesundheit um eine bestimmte Menge. Hi. Da haben wir Son Goku gegen Vegeta oder auch Broly. Und da komme ich. Ich habe eigentlich den schwierigeren Gegner. Ma. Sagt die Person, die voll Schiss vor Broly hatte. Ist klar, wegen Broly oder was? Ah. Schießt den Energieball gegen das Gesicht. Ja, hier muss ich mich auch verwandeln. Au, Alter, macht der Schaden. Uff, was ist Son Goku? Boah, da gibt's jetzt einfach nicht. Ich kann dich nicht hören, ich bin kaputt. Oh, geh weg, Vegeta. Warum kriegt er keinen Schaden? Ma. So ist eiskalt mal ausgenockt worden. Oh Mann. Im ersten Teil haben wir direkt Super Saiyan 3 Son Goku angefangen. Hier tun wir schon ein bisschen früher anfangen. Hey, genau ja. Was, ich bin zurückverwandelt. Nein. Oh nee. Genau so was hier. Kein Ding. Aua. Also ich muss seinen Vater aufhalten, wieder alles zu verbocken, so wie in jeden anderen, in jeden anderen Gegner. Oh, Hilfe! Boah. Deswegen ist er, dafür ist er Vegeta bekannt. Lässt die Gegner immer irgendwie, weiß ich nicht, stärker werden, um sich selbst zu beweisen. Dann kriegt er auf die Fresse. Self, Risa. Hat einen Kampf gegen Son Goku angezettelt, was nur noch zur Befreiung von Majin Buu führte. Der Vegeta hat sehr viele Sachen abgefuckt in dem. Oh Gott! Im Spiel. Ich, komm her. Ich bin das super starke Kaffeebonbon. Okay. Er will jetzt explodieren? Nein. Ich bekomme sehr wenig von der Story mit, weil ich als hier schnell weghau. Ach ja, Majin Vegeta ist auch neu, merke ich gerade. Er war nicht im ersten Teil.
Papa. Yamete yo. Hazukashii yo. Genki de na, Trunks. ピッコロ。はい。貴様の片付け方が分かったぜ。やっとな。うん。あいつは初めて自分以外のものために戦おうとしているな。己の命を捨てて。 Finde ich gut, dass sie die Szene reingebracht haben. Im Spiel. Ja, mal sehen, wie geht das auch neu. Fällt mir gerade auf. Beim ersten Teil nicht, glaube ich. So, wie geht es jetzt weiter? Super Saiyan 3 Son Goku gegen Majin Buu. Oder Gotenks gegen Buu. しかし、干渉に浸っとる暇はないぞ。まだ歴史の改変が完全に治ったわけでは。ちょっと。の、なんじゃい。デリカシーがないわね。こういう時は少しの間そっとしとくもんでしょ。いえ、大丈夫ですよ。ありがとうございます。父さんは俺の誇りです。俺も落ち込んでなんかいられませんよ。 Ich bin soweit. Stehe immer noch nicht. Einmal irgendwie werden wir voll durchgezogen durch die Story und dann müssen wir Pause machen. Stehe nicht. Oder nur ein Kampf. Ja, okay, davor die Cutscene, aber trotzdem. Nur zwei. Mal machen, ich habe den ganzen Tag Zeit. Ja, ich weiß, der Oberst schreit schon wieder um Hilfe. Dann war die Schriftler, blablabla, Zeitpatrouille. Okay. Ich wette ja Son Goku gegen Buu. Ja. Kono makimono o mite mi. Konkai no lekishi kaihen wa imamade ijou ni yakkai ja zo. Alles klar. Gut, kommt der Kampf, den ich voraussage. Ich bin auch schon Profi in dem Gebiet, ne? Zeitpatrouillenmeister und so. Ne, wir haben hier ihn. Okay, ein paar Sachen geskippt. Besiege Majin Buu oder kämpfe in eine bestimmte Zeit lang. Wir haben direkt zu Super Buu gegen Gotenks geskippt. Hi, was geht hier? Ich bin ja. Warum habe ich irgendwie Feuer Déjà Vu jetzt gehabt? Ein Kagumi-Bärchen. Thomas Gottschalk nicht gefallen. Was? Was jetzt schon? Boah.
Fertig. Boah, er steht wieder auf. Yes. Ja, da haben wir, er steht einfach wieder auf. Eiskalt. Ja, weiter. So, jetzt kommt Song Gohan. Mystic Gohan oder Ultimate Gohan. Awesome. Song Gohan ist wieder geborene Kraft. Das letzte Mal, in dem Song Gohan badass war. Oh. Oh Gott. Hi. So wurde es da aufgetaucht, habe ich gerettet. Ey, willst du mich verarschen? Jedes Mal, wenn ich darauf vorbereitet bin auf den Angriff, mache ich was anderes. Ziehst du denn hin, Mann? Auf, nein, ich sagen. Oh nee. Er hat auch so einen Auftritt wie Son Gohan. Oh nee. Ah. Oh, dun. Wuff. Alter, was habe ich? Ich habe einen Stiefel. 39, Alter, wie schnell haben wir ihn hochgelevelt? Wuff, wuff, wuff. Was ist das? Einfach eine super Buja vorbeigeschossen. Ich kann diese. Kein Wunder, ob ich nicht teleportiere, wenn ich den Angriff mache. What? Wie soll ich denn das machen? Ich gehöre nicht in die Hölle, ich bin ein Guter. Einfach die Verwendung genommen. Soll zur Hölle gehen? Oh, ich verstehe. Dann kämpfe ich gegen Janemba, oder? Ich glaube, wir haben den einzigen Punkt irgendwie erreicht, in dem der Film irgendwie möglich wäre, zeitmäßig. Nee, Quatsch, so war schon Ultimate Gohan. Wo hat Freezer mit einem Schlag fertig gemacht? Vielleicht war er dann schon Ultimate Gohan. So, Janemba, ich habe auch nicht im ersten Teil. Freut mich. Ist mal ein bisschen blass aus. Ja, denkst auch so blass aus. Habt ihr nie einen Film gesehen? Dragon Ball Z, der Film. Das ist, glaube ich, die einzige DVD, die ich habe. Nee, Quatsch. Letztens habe ich mir auch Star Wars 7 geholt. Weil sonst, früher, das war jahrelang die einzige DVD, die ich je hatte. Hi, Vegeta. Schon wieder zu verwandelt, ey. Es ist Vegeta. Da war eine neue Karte, merke ich gerade. Die hat man nämlich vorher noch nicht. So bist du in 40. Wow. Oh Gott, ich habe gerade abgewehrt. Hätte ich mal nicht abgewehrt. Nein. Teleportieren. Ha.
Sehr gut. Okay, kriegen wir noch Gogeta zu sehen. Sind wir gerade so auf. Ja, geil. Oh, Fight Flash. Na, oh, John Lemba ist weg. Nein, wir kriegen nicht Gogeta zu sehen, verdammt. Son Goku hätte sich ja dahin teleportieren können, dann hätten sie Gogeta machen können und ja. Irgendwie so hätten sie halt schon regeln können, aber egal. Bin auch so zufrieden. Weiß ich überhaupt Gogeta mal in dem Spiel vorkommt. Im ersten Teil kam der ja auch nicht vor, glaube ich. Ich habe früher immer so gerne als Gogeta oder als Vegetto gegen Gogeta oder Vegetto gekämpft. Neues Ausbilder Event, okay, was weiß ich. So, zack. Ja, ich bin immer noch willkürlich hier am machen. So, außer in dem Spiel ist es sehr viel wichtiger, deswegen gehe ich ein bisschen auf Ausdauer. Wirklich stärker und ein Training scheint sich auszuzahlen. Was ist eigentlich mit dem Sammeln der Z-Medaillen? Wo das wirklich alles geht, wunderbar. Für die werde ich eine gute Verwendung finden. Und kann ich mir einen Besuch besorgen, ein Buch besorgen, das ich im Auge habe, das mit dem und guck mich nicht so an. Ich kann ausgeben, wofür ich will. Okay, ich gebe sie zurück, aber denk dran, du nimmst einen alten Mann seinen Spaß. Ich will zurück zur Story gehen. Dann verschwinde ich, muss ich wieder anfangen. Was zum Teufel? Mira Tower scheint, als wäre es mit der Ruhe auf aufsehbarer Zeit vorbei. Allerdings doch ein ernstzunehmender Gegner. Ich glaube, wir sollten ihre Pläne zunichte machen. Bist du nice bereit für die nächste Zeitpatrouille? Ja klar. Ei, ei, ei. Das war eine komische Pause jetzt. Weil wir sind mitten im Kampf eigentlich rausgegangen. Schon immer müsste eigentlich so stark sein wie Buu, ne? Ach, wir skippen den Kampf zwischen Vegeta und... Oh. Ja, die haben sich mehr so auf die neueren Charaktere hier konzentriert, ne? Irgendwie Broly, ja nicht Broly, aber John Ember, Majin Vegeta und so was alles hier reinbringen. Gut, dann gehen wir jetzt zwischen Son Goku, Vegeta und Mr. Satan, Fragezeichen, gegen Kid Buu, reduziere Majin Buus Gesundheit um eine bestimmte Menge. Son Goku, oh nein, ich muss ihn beschützen. Ah, oh, das kenne ich noch aus dem ersten Teil. Ah, rot, blau und grün. Alter. Zu drei Balken. Und Vegeta halt den mal kurz auf. Ja, kein Ding. Keine Sorge, Vegeta, ich vermassel schon nichts. Glaub. Ja, ich bock von hinten. Geht halt durch. Ich weiß, warum nicht in Super Saiyan verwandelt. Die Erdlinge wäre eigentlich voll selbst dran schuld, wenn sie sterben würden. Oh nein. Oh nein. Was zum? War dieser Fußangriff, oder? Ah, wie hast du den denn gemacht? Alter, wie geht das? Kannst du es wagen? Ey! Ich kann das verteilen, ey.
Ruf. Ha. Ah, lass mich vielleicht irgendwas machen. So, komm her. Brauchst wahrscheinlich gar nicht die Heildingens, aber egal. Ruf, nein. So, was ist das? Nein. Fixer. Alter. Nein, der geht auf Son Goku. Verpiss dich von Son Goku. Ich habe einen Moment lang vergessen, wie man Spezialfähigkeiten einsetzt. Statt nicht so da vorne so, oh Gott, wie machst du nochmal Spezialangriffe? Ja. Feuer die verdammte Genki-Dama ab. Finisher. Schön. Weiter, oh Gott, es geht noch weiter. Ja, Mira kommt jetzt, ne? Macht ihr die Zukunft? Okay, ne, Busagamba abgeschossen anscheinend. Wenn ich jetzt keinen Scouter an hätte, würde mein Charakter nicht solche Faxen machen in seinem Gesicht. Okay. Oh, oh, den mache ich platt. Weil er hat ja irgendwie so an seinen Kopf getippt und so. Ja. Du kommst gefällig sehr. Was? Er hat mich wegteleportiert. Was? Entscheidungskampf und ein Gott. Ja, würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge von Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. Weil er kommt mir jetzt schon wieder an, als wäre so mitten in einen Kampf rein teleportiert worden. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.